Ja, hallo. Ich bin heute wieder auf dem neuen Feld unterwegs, quasi. Ich glaube, hier ist mittlerweile angepflanzt. Ein kleines Stückchen ist noch frei. Da werde ich mich jetzt so in die Richtung bewegen. Ich habe jetzt hier aber schon den ersten Fund gemacht. Und zwar ein schöner Knopf mit so einem Floralmuster. Muss ich zu Hause mal genau sauber machen. Und hinten auch noch schön die Öse dran. Aber umgebogen, aber schönes Teil. So kann es weitergehen. Bis gleich. Ja, ein paar Schritte weiter, der nächste schöne Fund. Eine Bleiplombe. Ich glaube, oben stand mal Reich Deutschland und anerkanntes Saatgut. Also noch richtig schön zu erkennen. Und hinten irgendwie ein S drauf. Und eine 4 oder ein A. Aber interessanter Fund auf jeden Fall. Weiter geht's. So, ich mache gerade mal ein kleines Sauerpäuschen. Ich stehe jetzt auf der Seite, die noch nicht gepflügt ist oder noch nicht gesät ist. Ich weiß nicht genau, ob das gepflügt oder gesät ist. Also, ich werde auf jeden Fall gleich wieder auf die Seite rüber. Habe hier auch diesen Schacht mal ein bisschen abgesondelt, weil kann ja was drin liegen, was ein bisschen tiefer liegt, was der Detektor sonst nicht erfasst. Kam aber nichts. Und hier drüben auf der Seite bin ich jetzt ein bisschen gegangen. Da kam aber nur Eisenscheiß, was er nicht weggefiltert hatte, was halt große Stücke waren. Und ja, ich gehe jetzt hier wieder zurück. Da war das ja recht erfolgreich, gleich mit dem Knopf und mit der Plombe. Ein kleines geschmolzenes Eisenteil hatte ich da noch. Auf jeden Fall scheint die Seite, die im Schlachtfeldacker liegt, da scheint was los gewesen zu sein, während auf der Seite hier Richtung dieser Wall- und Sperranlage nicht so viel ging. Merkwürdig. Oder die Fundkonzentration ist einfach irgendwie anders verteilt, dass ich hier halt Funde habe, die da hinten liegen oder so. Wobei ich mir das eigentlich weniger vorstellen kann, wenn es jetzt zumindest um den Befreiungskrieg geht. Das wird schon so hier vorne der Bereich sein. Und da werde ich jetzt auch gleich wieder drauf schauen. Der Bauer hat eigentlich nichts dagegen, solange ich nicht Pflanzen rausreiße, die schon gewachsen sind. Also er hat mich schon mehrmals auf Feldern gesehen, wo halt auch schon gesät war, aber noch nichts spross. Und da sagt er eigentlich auch nichts. Weil man gräbt die Saat ja eigentlich wieder mit ein, wenn man die Löcher zumacht. Und ja, da werde ich gleich wieder raufschauen, wenn ich aufgeraucht habe. Und dann mal gucken, vielleicht kommt noch was Interessantes. Bis gleich. Ihr werdet es nicht glauben, da liegt noch meine Zigarette von gerade. Ich habe den Detektor in die Hand genommen und krieg echt gleich ein Signal. Und was ist es? Das scheint eine Münze zu sein. Das gibt's ja gar nicht. Kann jetzt so nichts drauf erkennen. Werd mal vorsichtig mit der Zahnbürste mal kurz rüber. Und dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe nochmal geguckt. Die kommt oberflächlich mit einem Leitwert von 67. Aber ich weiß nicht, ob das kann das Silber sein. Ich habe es jetzt mal versucht, ein bisschen Fokus, ein bisschen sauber zu machen, aber die ist völlig platt. Also da erkennt man irgendwie gar nichts mehr drauf. Vielleicht mit ein bisschen Fantasie an der Seite noch so ganz leicht Schrift, aber keine Ahnung, vielleicht werde ich zu Hause mal eine Zitrone werfen, mal gucken, ob da noch was durchkommt. Wenn die Patina ab ist, aber ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine Münze. Keine Zeichen irgendwie vor, dass da mal eine Öse dran war und dass ein Knopf ist oder so, aber keine Ahnung. Naja, ich werde mal schon weiterschauen. Vielleicht lohnt sich die Seite ja doch noch. Das war ja direkt hier an dem Wall. Und ich ziehe mal in meinen Kreis hier, ne? Bis gleich. Und nächster Fund, irgendwie so ein abgelutschter Deckelscheiß oder so. Weiter geht's. Ja, und nächster Fund hier direkt am Graben. Ein Kugelschreiber. Noch mit Mine drin. Aber leider nicht mehr drückbar. Weiter geht's.
So, ich bin mal wieder an den Punkt zurückgekehrt, wo ich dich vorhin den Knopf gefunden habe. Hab mal wieder meine Bahn gezogen hier. Ja, und hier kam tatsächlich dann das nächste schöne Signal. Und ist auch ein schöner Fund. Das ist eine Buchklammer. Ne, hatte ich euch ja schon mal erklärt. Damals, als die Bücher noch in Holz gebunden wurden, wurden dann quasi so die Klammern gemacht. Das geht hier oben noch weiter halt, ne? So rum, was abgebrochen ist, um die Bücher zuzuhalten. Und das ist mal wieder ein schönes Stück, auch wieder schön verziert noch. Wunderbar. Weiter geht's. Es ist unglaublich. Ich bin jetzt hier gerade den zweiten Kreis gegangen und auf den Fußspuren von meinem ersten Kreis ist ein Signal. Und da gucke ich jetzt mal. Soll wohl schon an der Oberfläche sein. Ein Shotgun Cap. Weiter geht's. So, gute Signale sind heute echt rar. Ich gebe das nächste Signal. Mal schauen, was das ist. Könnte vom Signal her eine Musketenkugel sein oder Bleischrott. Mal schauen. Na, das sieht ja mal interessant aus. Wie ein großer Knopf mit zwei Löchern aus Blei. Kennt jemand sowas? Nach außen. Sieht ganz interessant aus. Nehme ich mal mit. Hör's gleich. So, jetzt kam hier nochmal ein Signal. Ganz komisches Doppelsignal, fast wie so ein Ring oder so. Ist aber wohl eine Münze. Ich schätze mal wieder eine regionale. Mit viel Fantasie könnte man vorne eine 15 erkennen. Aber die sind im ganz, ganz schlechten Zustand. Seitle schon ein bisschen abgebrochen anscheinend. Naja, ich guck mal, ob ich die zu Hause vielleicht noch ein bisschen reinigen kann, aber viel wird da nicht mehr gehen, sonst mache ich sie kaputt. Weiter geht's. So, ein paar Meter weiter. Noch ein Signal. Mal schauen, was für ein Schrott es ist. Leitwert ist jetzt nicht so hoch. Eigentlich soll es irgendwo sein. Da war was. Fokus. Keine Ahnung. Ein Miniaturring. Sieht ja aus wie eine Kappe von irgendwas. Weiß ich auch nicht, weiter geht's. Ja, nächster Fund. Nichts Tolles, wieder ein doofes Shotgun Cap. Heute geht nicht so viel irgendwie, was historisch ist. Mal gucken. Weiter geht's. So, seit langer Zeit mal wieder was Gutes. Ich bin jetzt ungefähr 3,5 Stunden auf dem Acker. Die Funde sind noch sehr übersichtlich. Jetzt kam noch mal ein kleiner Knopf. Öse halb weg. Nichts Besonderes, Standardknopf. Weiter geht's. So, jetzt kam noch mal eine wunderbare Bleiblombe. Oh, jetzt schmeiße ich sie weg. Was hier oben drauf abgebildet ist, ich vermute, dass das hier so ein Wachturm ist oder sowas. Und das ein Rad von einer Wassermühle. Also es sieht sehr danach aus. Und
Auf der Rückseite ist ein Kreuz. Und ich habe die mal ein bisschen sauber gemacht, also die ist auch nahezu offen. Ein wunderschönes Stück auf jeden Fall. Also so eine schöne Bleiplombe habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Klasse. Weiter geht's. Und meine erste Musketenkugel für heute. Klasse. Musste ich lange drauf warten heute. 4,5 Stunden ungefähr. Weiter geht's. Ja, wirklich toll war es nicht heute. Ich hau jetzt noch eine. Werde gleich meinen letzten Kreis ziehen. Und ja, wenn da nichts mehr kommt, dann werde ich wieder losfahren. Ja, ich bin noch sehr verwöhnt durch den Schlachtfeldacker. Da macht es natürlich noch am meisten Spaß, weil die meisten Signale kommen und ja, das meiste Gute, sag ich mal, schön viele Münzen, schön viele Relikte, Musketenkugeln, was weiß ich nicht alles. Und hier ist doch überwiegend Müll und ab und zu dann mal was Gutes. Es macht trotzdem Spaß, aber es ist halt mühseliger irgendwie. Naja, ich werde jetzt mal aufrauchen und dann den letzten Kreis ziehen. Vielleicht sehen wir uns gleich noch. So, wir kommen zur Zusammenfassung von The Cream of the Crab. Das sind jetzt hier so die einige der schönsten Sachen, die kamen. Die beiden Münzen. Hier vermute ich, dass es eine. Ich habe es jetzt noch nicht richtig sauber gemacht. Hier vermute ich, dass es eine regionale Münze ist. Einseitig geprägt. Wird daher, denke ich, so 15. Jahrhundert sein. Ihr seht vielleicht leicht da drauf einen Löwen. Also hier unten zwei Beine, hier oben die Klauen und dann hier so der Körper. Man kann es erkennen, also es wird eine regionale Münze sein, die ich auf dem Schlachtfeldacker auch schon gefunden habe. Die wurden allerdings erst 1555 beidseitig geprägt. Also schätze ich 15. Jahrhundert. Ja, dann kam noch die andere Münze, die halt auch völlig blank ist. Wo man wirklich nicht mehr ansatzweise irgendwas erkennen kann. Gab ein richtig schönes hohes Signal. Naja, schöne Patina hat sie. Das war es dann auch. Ja, dann kam eine Musketenkugel. Immer wieder gern genommen. Letztes Mal waren es ja ein bisschen mehr. Fand ich heute ein bisschen schade, aber man kann es nicht ändern. So ist das halt, ne? Ja, dann dieses Teil hier, wo ich zuerst dachte, das ist eine Kappe. Ich habe es mal richtig sauber gemacht. Das ist keine Kappe, ist auf beiden Seiten zu. Ist auch aus Blei. Und ja, jetzt frage ich euch, könnte das vielleicht ein Bleigeschoss sein, was verformt ist? Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dann wäre es eigentlich nicht so platt, sondern wäre es mehr so auseinandergegangen vorne. Was könnte das sein? Gerne in die Kommentare. Ja, und dann kamen zwei schöne Bleiplomben. Das hier die schönste, die ich bisher überhaupt gefunden habe, muss ich sagen. Mit einem Haus drauf und einer, ich vermute, es ist eine Wassermühle. Und das hier unten soll wohl so ein bisschen stilistischen Fluss darstellen oder einen Bach oder was weiß ich. Auf der anderen Seite dann ein Kreuz. Und die ist auch schön offen quasi. Upsala. Und die ist auch schön offen. Ihr könnt das hier vielleicht auch so ein bisschen sehen, genau. Also das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Fund. Sehr spannend. Das werde ich vielleicht auch dem Archäologen mal geben. Der wollte sich ja noch andere Bleiplomben von mir anschauen. Und ich denke mal, das ist eine, die könnte durchaus vielleicht auch interessant für ihn sein. Und dann kam noch diese Bleiplombe. Wo man vorne noch reich lesen kann. Und ja, dahinter, ich weiß nicht, ob es Land ist, Deutschland, könnte durchaus sein, anerkanntes Saatgut. Und hinten ein S mit einer 4 oder einem A, ich glaube es ist eine 4, darunter steht glaube ich auch noch
eine Nummer, die man aber richtig schlecht erkennen kann. Irgendwie könnte 344 sein oder sowas. Ja, dann kam nochmal ein Knopf. Öse leider abgebrochen. Nichts Besonderes. Nochmal irgendwie so ein komischer Ring. Keine Ahnung. Wird irgendwie landwirtschaftlich sein. Irgendwie eine Unterlegscheibe oder was weiß ich nicht. Nochmal so ein Knopf, wo auch irgendwas draufsteht. Kann ich aber nicht mehr entziffern. Keine Ahnung. Denn dieser... Ja, ich vermute, das ist auch Bronzearsen. Mit diesem Floralmuster. Habe ich auf dem Schlachtfeldacker auch ein paar gefunden. Hier allerdings ist die Öse noch dran. Meistens finde ich die nämlich immer ohne Öse. Die ist dann abgebrochen schon. Also auf jeden Fall ganz hübsch. Dann ja, die Buchschließe. Auch ganz schön verziert. Und nochmal dieses komische Bleiteil, wo ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe, was das sein könnte. Falls das einer weiß, kann das auch gerne in die Kommentare schreiben. Oder falls jemand eine Vermutung hat. Sieht irgendwie merkwürdig aus. Ja, das war The Cream. Jetzt kommen wir zum Crab. Ich habe schon gesagt, dass ich viel Kacke gefunden habe. Und es ist halt wirklich so, irgendwelche dicken Metallteile. Wenn die zu groß sind, dann geben die immer ein klassisches Signal, werden nicht rausgefiltert. Ein Schrotpatronencap. Irgendwie geschmolzenes Eisen oder was weiß ich nicht, da finde ich auch öfter mal was von. Irgendwie so verbogene Kacke. Hier nochmal Alufolie. Ja, keine Ahnung, irgendwie so ein dünnen Ring mit so einem Nupsi dran, irgendwie Folie drunter oder so, keine Ahnung. Fand ich echt spannend, als ich es ausgegraben habe, aber habe dann schnell gesehen, dass das scheiße ist. So, hier nochmal irgendwie sowas, eine Platte mit zwei Schrauben dran, keine Ahnung, Schrott. Das gab auch ein richtig tolles Signal, kam so Leitwert 70 rein, dachte, oh, jetzt hast du eine schöne Münze gefunden, ja, scheiße ist. Müll. Ja, wieder noch so ein großes Eisenteil. Noch ein großes Eisenteil. Und noch ein großes Eisenteil. Dann hier nochmal irgendwie so was Kleines. Keine Ahnung. Müll. So ein Zeug finde ich auch häufiger. Keine Ahnung, ist irgendwie ein zusammengebogenes Stück Blech oder ich habe keine Ahnung, Schrott. Eine große Mutter, gab auch ein super Signal. Nochmal ein Schrotpatronen-Cap. Das habe ich ausgegraben und dachte schon, geil. Bin wieder ein bisschen reicher. Aber nö, irgend so eine Kacke. Keine Ahnung. Ja, nochmal so ein räudiger, zerdrückter Deckel. Der Stift, relativ am Anfang. Wieder so ein Blechteil oder keine Ahnung. Und nochmal. Nochmal. Hier nochmal ein Stück geschmolzenes Eisen. Hier auch nochmal irgendwie so ein, keine Ahnung. Nochmal ein kleines Stück geschmolzenes Eisen. Gibt auch immer super Signale. Und das letzte Stück, keine Ahnung, was das sein soll, völlig verbogen. Kann nichts Tolles sein eigentlich, also Müll. Ja, und viel Sand bringe ich auch mal mit. Super. Ja, also ich war heute insgesamt 4,5 Stunden unterwegs ungefähr. Für die Ausbeute. Also ihr seht, es läuft auch bei mir nicht immer so wie auf dem Schlachtfeldacker, dass ich irgendwie 10 Münzen mit nach Hause bringe, Knöpfe und was weiß ich nicht noch Schönes, sondern
Das ist halt durchaus auch mal weniger. Crap. Tja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich muss mal gucken. Also in der Woche kann ich jetzt auch wieder nicht los. Vielleicht wird es wieder zum nächsten Wochenende hin. Was, dann gibt es ein neues Video. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Bis dann.